Hey, bevor es losgeht, noch ein paar kurze Worte von mir. Mit dem folgenden Video, was ihr gleich sehen werdet, wurde ich letztens in meinem 22. Livestream überrascht. Denn was ich nicht wusste, war, dass sich viele Leute von meinem Discord-Server zusammengeschlossen haben, um dieses Video auf die Beine zu stellen. Darum vielen, vielen Dank an alle, die beteiligt waren. Eine Liste zu allen, die mitgewirkt haben, seht ihr dann noch in der Videobeschreibung. Was hier nochmal gesondert erwähnt werden kann, ist, dass sich Sierra, German Creepypasta und Lukas Horror Kabinett um den Schnitt gekümmert haben. Und der gute Adrian, der mit mir die Streams macht, hat das Ganze organisiert. Also vielen, vielen Dank an euch alle, die mitgemacht haben. Jeder Einzelne ist dann nochmal, wie gesagt, aufgelistet. Ein eigenes Special von mir wird sich vermutlich noch ein bisschen verzögern auf Mitte April, so wie es bisher steht. Genug der Worte, ich wünsche euch sehr viel Spaß bei dem folgenden Video. Es sind ein paar wirklich lustige Stellen dabei. Ich habe mich im letzten Stream ziemlich kaputt gelacht. Es sind auch so ziemlich alle Streams mit enthalten im Video, außer der erste. Und ja, viel Spaß und vielen Dank nochmal für über 1000 Abonnenten. Ihr seid die Besten. Und wir haben 9 Zuschauer. Wow. Gut, wie gesagt, das ist der zweite Livestream, den ich mache. Deswegen, letztes Mal hat sich das so immer so auf 3 oder 4 gehalten. Und deswegen, oh, 10, meine Güte. Deswegen bin ich jetzt positiv überrascht. Weil, wie gesagt, bin das nicht gewohnt. So, Adrian, erzähl uns doch mal was. Was sagst du zu der Kritik? Auch richtig nice, aber dann würden richtig viele Leute sterben. Stimmt. Außer sie spielen Pokémon Go, ach nee. Sicher? Ich bin doch selber komisch, jeder ist doch ein bisschen komisch. Gut. Sonst würde ich das hier nicht machen. Gut, dann fangen wir jetzt an. Atri. Ja, und wir unterbrechen die aktuelle Hitliste für eine kurze Sondermeldung. Im Nordteil der Stadt beging ein 15-Jähriger vor den Augen seiner Mutter Selbstmord. So, jetzt haben uns ein paar mehr Leute verlassen. Ja, gut. Ja, das ist doch gut. Auf meinem Handy durch. Mit Linda habe ich schon lange nichts mehr geschrieben. Was die wohl so macht? Oder Susi? Die wollte schon immer was von mir. Oder... Gut. Stream is healthy. Stream health is excellent. Well, excellent. Boah, ist die long. Ja, wir haben, heute nur lange Creepypastas. Alter, fast so lang wie mein Ding. Wie lange willst du denn machen? Also ich bin der Moderator, das stimmt doch. Diese Seite enthält Inhalte, die auf normale Menschen verstörend wirken könnten und ist nicht für alle Altersgruppen geeignet. Möchtest du das wirklich sehen? Ja, wir haben dich gewarnt. Wow, danke. Bitte, also du liest praktisch den ersten Satz. Wir beginnen jetzt. Du bist echt ein Arsch, ja, danke gleichfalls. Ja, ich habe ja die, als ich die hier im Stream gelesen habe, da habe ich die Creepypasta ja zum ersten Mal gelesen. Oh mein Gott, wir haben 8 Zuschauer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Adrian, kannst du das mal so machen, dass man mich sieht? So. Sieht man das? Okay, mach das nicht bitte. Adrian, wir könnten jetzt theoretisch direkt mit der ersten Creepypasta anfangen, oder? Was denkst du? Da gibt es noch... Wenn du sie fertig hast. Ach, hallo, Lisa, grüß dich. Und hallo, Lord Maverick. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen verspätet, aber okay, ich hab's jetzt nur gerade gesehen. Wir haben jetzt schon 15 Zuschauer. Nee, bei mir sind's 13. Ja, 15, 14. Also, fangen wir jetzt direkt an mit der ersten Creepypasta. Oh, warte, ich muss mein Handy auf lautlos stellen. Und er muss sein Handy auf lautlos stellen. Das ist Professionalität Level over 9000. Or level. It's over 9000! What? Die ist schon kalt. Ich kann nach dem Stream dann kalte Pizza essen.
Ja. Aber hey, kalte Pizza ist auch geil. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt schon, direkt von Anfang? Na gut, du hast ja auch uns Werbung Wenn gemacht. May vorher alle Gruppen organisiert. Ja, da hast du recht. Ich hab ein bisschen Werbung gemacht. Ja, ein ganz kleines bisschen. Wir wollen dann, ich möchte bald ein Best-of zusammenstellen und das meiste daraus wird bestimmt aus dem ersten Stream kommen. Alle, die versuchten, diesen Livestream zu streamen, von denen wurde der Computer zerstört auf unerklärliche Weise. Ist die Geschichte wahr oder erfunden? Sie entscheiden. Hier Jonathan Frakes. Ist nun diese Geschichte so wasserfest wie eine echte Tätowierung? Oder so vergänglich wie ein Abziehbild? Okay. Oh Mann. Gut, okay, wir fangen jetzt an. Die Geschichte heißt... Du brauchst mich da jetzt nicht, ne? Ich brauch dich nicht, ich brauch dich nicht. Dann mach ich hier nochmal einen Test. Adrian, ich brauch dich doch nicht. Du hättest jetzt so machen müssen, oder so. Was, ich leck das ja. Insgeheim steht der gerade am Fenster und stalkt mich. Ja. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Eigentlich, wollte ich jetzt sagen, dass ich gar nicht wissen, was jetzt insgeheim passiert. Doch. Ja, ja. Gut. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Ah. Es sieht so aus, als würden wir jetzt hier abwaschen, aber eigentlich hatten wir Sex. Eigentlich hatten wir Sex. Okay. Die Oma und das Kind. 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 Was? Ich wollte doch schon seit Ewigkeiten mein Best-of zusammenschneiden aus allen Streams. Aber ich war auch fast fertig, aber dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Und dann haben wir einfach weiter gestreamt und jetzt hänge ich extrem hinterher. Und ich weiß nicht, ob ich genug Motivation habe, jetzt die doppelt so viele Streams auch nochmal durcharbeiten. Not hat. Hä? Hä? Was? Du hast noch nicht einmal übersteuert. Oh mein Gott! Okay, tut mir leid. Das war jetzt nötig, ja? Oh, Nero fragt, ob er viel verpasst hat. Nero ist hier. Nero ist hier. Achso. Du heißt nicht so mit Namen lesen, oder? Sag nichts, okay, sag nichts. Also, Nero ist hier. Habe ich viel verpasst? Nein, du hast... Na gut, du hast ungefähr 2 Creepypastas verpasst und einen Haufen... Gelaber. Song of Unhealing. Genau, Adrian, gucke, Lord Maverick sagt auch Song of Unhealing. Los, mach mal an. Was denkst du, wieso er sagt? Weil du es anmachen sollst. Weil es schon seit einer Minute... Ach, du hast es schon. Ach, ich höre die Musik nicht, tut mir leid. Da hast du auch die schöne 10-Stunden-Version, ja? Nein, die mache ich nicht an. Da, da, da. Also, man muss YouTube echt nicht verstehen, was hier eingeblendet wird und was nicht. Hier kommt ein Alex vor. Ist das der Alex Nadesha? Der Alex Nadesha? Wird der Nadesha ausgesprochen oder was? Keine Ahnung, wie auch immer. Ich hätte ihn Natketzar ausgesprochen in der Creepypasta. Vielleicht sollte ich May vorher nochmal fragen, wie ich ihn ausspreche. Das ist wahrscheinlich irgendwas Osteuropäisches. Natketzar. Naja. Der einzig wahre Alex Nadesha von. Wie ist das Ding? Something Worse. Haben, als dass wir uns verlesen, oder? Ja, besser Kommentar. Yes! Hä? Yes, eine Maverick CP. Wenigstens etwas, was ihr könnt. Danke. Fällt mir auch nicht mehr zu ein. Danke. Heaven. Okay. Nach dem Motto, hallo Doktor, mein Name ist Kevin, ich habe ein Problem. Ja, das sagten sie bereits. Oh, oh Mann. Saoru ist auch ein Kevin. Das weiß ich, das weiß ich. Und ein Auge auch. Ja, genau, ein Auge. The one and only Kevin. The Kevin Army. Wow.
Also das Lustige ist, die Creepypasta, die erste, heißt ja der schwarze Mann. Und ich habe gerade den Link eingegeben, also den Link angeklickt, und in der URL-Leiste steht nur at Wattpad bla 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 und dann Creepypastas aus dem Schattenreich der Schwarze. Also nicht der schwarze Mann, der Schwarze. Okay. Oh. Oh, nee. Wissen wir das jetzt auch, Wattpad? Danke. Wichtig! Alle Creator müssen entsprechende Maßnahmen ergreifen, um dem US-Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet, in Klammern Children's Online Privacy Protection Act, COPPA, und oder anderen Gesetzen zu entsprechen. Bitte überprüfe dazu deinen Kanal und deine Videoeinstellungen. Du bist gesetzlich dazu Das stimmt. So Leute, ich bin wieder da. Bin wieder am Stissel. Also, dieser G schreibt kein Rapsöl. Das ist auch gar kein Problem, denn ich habe nur Olivenöl gefunden. So, warte mal. Wir haben auch noch... 5:30. Nee, das lassen wir dann doch lieber. Aber ich habe hier noch Rum und... ich habe zwei Sorten von Rum. Braunen Rum und weißen Rum. Na los! Ich trinke jetzt kein Öl. Einfach nein. Story. Ja, wenn ihr das sagt, dass ich Öl trinken soll, dann trinke ich Öl. Was? Ja. Genau. Weißt du, wie unschön das ist mit einer kratzigen Stimme? Wasser ist gut, ein Produkt. Trinke mal Wasser. Wasser, gut Produkt. Es wird langsam unerträglich. Ich werde weiter bei dir sein, auch wenn du mich nicht siehst. Das Piepen wird schneller und erreicht ein unerträgliches Ausmaß. Bitte? Du hast einen Absatz übersprungen. Hä? Was? Nach Dennis wartet dort noch einiges auf dich. Nee. Oder bin ich doof? Zwei unterschiedliche Versionen. Ich lese gerade die von Wattpad. Kommt was mit endlich hat es auf... Ich meine, hätte ich das jetzt natürlich gewusst, dass es da noch eine Wattpad-Version gibt, dann hätte ich dich jetzt nicht unterbrochen. Ja. Also ab es wartet dort noch einiges auf dich, ne? Mhm. Darauf ein schönes... Ach, Adrian. Ach, ja. Spielkind. Spielkind. Geil. Okay, so, dann, Adrian, Musik. Also, wir brauchen irgendwas Gruseliges. Ah. Wahnsinn. Was du nicht sagst. Wie ja, viel irgendwas Gruseliges brauchen wir denn? Ja, das klingt doch ganz gut. Hm? Oder lieber so. Ja, das finde ich sehr gut. Genau so, ne? Ja. Und die einst so ruhige Meeresoberfläche ist plötzlich überzogen mit meterhohen Brechern. Ganz, ganz kurz. Miss Kitty, das ist jetzt aber nichts, wo lustige Piratenmusik spielen müsste. Doch, das ist Candy Cove. Ich finde das gut. Verzweifelt versucht mein Partner Kevin, unser Segelschiff, die Gottesgnade irgendwie vom Kentern zu bewahren. Und du sagst, hier muss lustige Piratenmusik laufen. Ich hab gesagt, dann soll er das Erste nehmen, was er angespielt hat. Das hätte auch gepasst. Oh Mann, einmal mit Profis arbeiten. Ich bin ein Profi. Ja, okay, wir sind keine Profis, aber trotzdem. I like it. Ja. Zwei von Tatsu ASMR in 5, 4, 3, 2, 1. Der Park der 1000 Möglichkeiten von Angstkreis Creepypasta. Oder noch einen Moment, ganz kurz. Bruh. Ich schenke dir nur noch kurz. Warte, ist auch so schnell. 5, 5, 5, 5. Nicht 5, zu. 5, ja.
gleich. Okay, und das 3. Dann noch ein bisschen rum. 5. Denn der müssen wir dabei sagen. 4. Oh mein Gott, du hast einen Fehler. Der Pakt der Tauschhand-Möglichkeiten. Ja, das lese ich dann noch genauso vor. Weißt du? Okay, Adrian, du kannst loslegen. 4. 3. 2. Warte, eins. Noch ein Fortschuss. 1. 1. 1. 1. 1. So, jetzt die ganze. 1. Oder töten können. Und natürlich unser Fuck-Hippokrates. Was? Was? Unser Fuck-Hippokrates. Hospital für grenzenlose Experimente. Okay. Hallihallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier bei unserem mittlerweile 19. Livestream. Diesmal schlechter vorbereitet denn je, aber das werden wir hier nicht weiter thematisieren. Mit zu Gast ist heute dabei der gute Luca von Lukas Horrorkabinett. Moin. Genau, und außerdem heute übrigens mit der Dubstep-Stimme. Ja. Ja. Ein paar Probleme. Ein paar. Ja, immer wenn Luca anfängt zu reden, dann hört sich das so an, als würde er so machen. Wie das dann erst schon später so besser werden wird bei den Lesungen, ey. Ja, okay. Es gibt eine Protagonistin und einen Nebencharakter. Normalerweise würde ich ja sagen, Adrian bekommt die weiblichen Rollen, weil er seine feminine Ader... Weil ich immer so eine schöne, helle Stimme habe, oder wie? Adrian noch so weiblich anhört. Ja, genau. Adrian kann seine feminine Ader immer so schön ausspielen. Aber... aber da das so viel ist, in Adrian sich ja noch... Er hat ja noch ein paar andere Aufgaben. Würde ich das dann einfach übernehmen. Also, theoretisch kann das auch Luca übernehmen. wie du dich so drumherum zu winden versuchst. So, also, mir ist das egal, so kann ich auch gern machen. 15 Uhr auf dem Kanal von Torbens Fotofabrik erscheinen. Jawohl, und mit dabei ist der gute Luca von Lukas Horrorkabinett. Natürlich Torb von Torbens Fotofabrik. Dann noch Natascha Spielberg von Natascha Spielberg. Und meine Wenigkeit. Und natürlich... Creepypasta.de von Creepypasta.de. Und Just Face ist dabei. Von Just genau. Face. Ja, also auf jeden Fall schaut euch das an. Es lohnt sich. Und bevor ihr den Teil anschaut, solltet ihr euch aber noch die Teile davor anschauen. Genau, weil verstehen und so. Storymäßig. Sehr gut. Übrigens, das Hörspiel hat Torben komplett selber geschrieben. Der macht die Regie, der macht den Schnitt, der ist sehr engagiert. Und ich mache in der Zeit Schnitzel. Ja, genau. Also kann ich nur unterstützen. Ja. Genau, lasst auf jeden Fall ein Abo bei ihm da und Jo, hau einfach ein bisschen gruselige Musik rein und dann haben wir das. Hau einfach ein bisschen gruselige Musik rein. Danke. Ach so, ich habe jetzt ganz in der Aufregung vergessen, auf den Chat zu achten. Peter Hambold, abonniert mich. Ja, da könnt ihr ihre Glocken auch nicht nur hören, sondern auch sehr umrauen. Stopp! Ich bin noch 16. Das war doch nicht so gemeint. Ja, ja, ja. Was? Nicht? Oh Mann. Der war doch gut. Also naja. Einer macht schon mal. Das, du missbrauchst mein vergangenes Ich. Ich habe die Kontrolle über die Vergangenheit. Wer die Kontrolle über die Vergangenheit hat, hat die Kontrolle über die Gegenwart. Und wer die Kontrolle über die Gegenwart hat, hat auch Kontrolle über die Zukunft. Oh Mann. Kitty, wie hast du deine Pause verbracht? Ich? Ja. Ja, unterm Schreibtisch, bei dir, zwischen deinen Leisten. Abbruch. Yeah. Adrian, wie hast du deine Pause verbracht?
Ja. Also ich hoffe nicht unter dem Schreibtisch. Nein, ich habe frische Luft geschnappt. Musikalisch. Bin wieder da. Willkommen zurück. Danke. Bist du bereit? Auch musikalisch? Natürlich, ich bin immer musikalisch. Dann sing mal was für uns. Aber ich bin schüchtern, müsst ihr wissen. Das ist egal. Na, ich trau mich aber nicht. Das sagst du schon. Mach jetzt. Nein, ich will nicht singen. Mach jetzt. Nicht vor so vielen Leuten. Sind doch nur 30. 29. Anders wieder gegangen. Okay, Miss Kitty schreibt, in diesem Livestream erwartet euch hoher Content und zwar Begrüßungen. Genau, so sieht es nämlich aus. Wir werden jetzt ab jetzt nur noch Kommentare vorlesen und Begrüßungen aussprechen. und lustige Lachen machen. Ja. Ach, schön. Lukas Horror-Kabinett schreibt, Barbara Davis, du Fotze. Adrian, du Fotze, zeig dich mir. Ja, danke, Merkel. Geisteraktivität steigt auf 10. Aber selbst der konzentrierteste Jan würde irgendwann weich werden. Aber es ist nicht das Gleiche, wenn man nur einmal so einen Schwanz in deinen süßen Arsch hatte, braucht man das eben. Du machst groß geschrieben süchtig. Und es wandert in den Einkaufskorb. Einkaufskorb. Auch wenn es nicht das war, wonach ich suchte, ganz hinten wurde ich fündig. Und ich versuchte, mich nicht von der Lust führen zu lassen. Weiter! Ja, für so Träume kannst du dann noch so ein, weißt du, so ein Klavier, so beim Klavier, so dieses. Was?